Während Midas vor dem Sohn des Lichts steht und kniet, der immer noch nicht gesprochen hat, kannst du erkennen, wie die Tür immer noch offen, mehrere Personen durchgehen, allesamt in weißer Robe, allesamt mit einem sehr weiblichen Gang und es riecht wohl auch nach ihnen. Das kannst gerade du dann wohl nicht nur in den Schritten hören, sondern jetzt eben auch riechen, wie sie dann ja, den Raum, diese Motte dann ausfüllen. Insgesamt sind es jetzt wohl 5 Leute, die zusätzlich zum Sohn des Lichts eingetreten sind. Die Tür wird zugemacht und er bedeutet dir aufzustehen. Du siehst immer noch das weiße Gewand, die weiße Robe und nachdem du so ein bisschen analysiert hast, du hattest ein bisschen Zeit, kanntest du wohl erkennen, dass er neben seinem pompösen Weißen, seiner Priesterrobe, hat er wohl 7 Sphärenkugeln umgehangen, neben seiner goldenen Adlermaske. Die 7 Sphärenkugeln sind das Ketzerischste an ihm, denn sie sollen deutlich machen, dass er noch über dem Boden des Lichts steht. Bevor du sprichst, wisse, dass ich jede Lüge erkenne. Wer bist du? Mein Name ist Midas, Eure Heiligkeit. Ist das die richtige Terminologie, um euch anzusprechen? Nenn mich Sohn des Lichts, nenn mich den Unbesiegten, Jawohl, den Sohn des Erwählten. Lichts. Nun, freut mich, euch kennenzulernen. Du versuchst ihn als Fexgeweihten einzuschätzen. Es ist unglaublich schwer. Die Adlermaske, Gold, wie sie ist, verdeckt seine Miene. Er jedoch kann deine Miene lesen ohne Probleme. Setzt ein freundliches Lächeln auf. Was tust du hier? Wie willst du mir dienen? Nun, ich kann meine Künste in der Kartografie, in der Landvermessung feilbieten, so ihr das benötigt. Ich bin jetzt natürlich kein Experte, ich bin nicht von der kaiserlich-demografischen Gesellschaft. Das müsst ihr mir verzeihen, aber es ist zumindest das, was ich euch anbieten kann, so ihr Interesse daran habt. Ich habe den Paladinen, die am Tor Wache gestanden haben, schon gesagt, könnte sich durchaus für euch als hilfreich erweisen, wenn ihr einmal den Zehnt bemessen müsst oder ähnliches. Eine ordentliche Landvermessung von diesen, ich mache eine ausschweifende Geste, diesen Sonnenlanden, wie ihr sie nennt, besitzen. Er nickt gönnerisch. Nun, dann tritt nach draußen und vermiss das Sonnenland. Es ist so groß, von dort, wo die Sonne aufgeht und dort, wo die Sonne untergeht. Es umfasst nicht nur Dapazien, sondern das ganze Reich, Aventurien. Dank, Sohn des Lichts. Ich verneige mich noch einmal. Und würde mich tatsächlich auch mal in diesem Raum, in dem ich mich mit ihm befinde, umschauen. Außer den weiß gewandeten Gestalten und ihm sehe ich den Schädel oder sehe ich irgendwelche besonderen Auffälligkeiten, die mir. Du darfst mal eine Tierkundeprobe würfeln. Uiuiui, na gut. Was du siehst, ist merkwürdig, denn ja, du kannst einen Schädel erkennen, der dort auf einem roten Bassinkissen liegt, aus Seide gestickt, und ja, ein merkwürdiges gedrehtes weißes Horn, was du erkennen kannst, derweil weitere Kisten, die hier herumstehen, aus Holz, mit Eisenketten darum gelegt, als ob sich dort irgendetwas befindet. Eisenketten. Und du siehst auch einige Einschlüsse, gerade als Fexgeweihter bist du wohl mit den Metallen vertraut. Ist das Koschbasalt, die da eingelassen sind in den Tarsien, in Holz? Ja, irgendwelche Glyphen, die auf diesen Holzkisten prangen. Als ob dort etwas von großer Magie eingeschlossen wurde, mit Holz, Eisen und Koschbasalt zurückgekämpft. Ist das ein Einhornhorn? Soll ich da nochmal, ich weiß nicht, sagen, Legenden würfeln? Sagen und Legenden, ja, nicht gut.
bringt mir, glaube ich, nicht viel mehr als die Tierkundeprobe, aber... Ja, ein Alicorn, so wird es, glaube ich, genannt. Mache einen erstaunten Gesichts... Also einen wirklich erstaunten Gesichtsausdruck, sodass er das auch wahrnehmen kann. So etwas habe ich ja noch nie gesehen. Oh, Sohn des Lichts, euer Thronsaal ist voller Wunder. Ich neige noch einmal mein Haupt. Du darfst gehen. Jawohl. Ich habe keine Lüge in deinen Worten erkannt und keine Magie in dir gespürt. Du bist voller Zweifel. Du solltest sie bekämpfen. Tue, was mir möglich ist. Ja, und dann verneige ich mich nochmal und würde mich dann langsam aus dem Thronsaal oder aus seinem herrschaftlichen Saal oder was auch immer zurückbewegen. Ja. Du merkst die Blicke der Leibwächter, ja, der Streiter des Lichts, Alduin, dem Ketzer, in deinem Rücken, charismatisch. Er war merkwürdig. Und mit weichen Knien kannst du dann die Treppen wieder nach unten steigen, bis sich dann der sumpfige, morastige Gestank wieder einholt von den Zauberersümpfen. Ich würde gerne eine Rechnen- oder Schätzenprobe, ich weiß nicht, ich glaube, Rechnen ist hier das Richtige, wie viele Leute hier wohl beherbergt sind, um das grob auszuloten. Kann auch eine Kriegskunstprobe sein. Ja, ich weiß nicht, für mich als Fexgeweihte ist Rechnen, glaube ich. Ja, dann mach eine Rechnenprobe, würde ich zugestehen. Besonders gut, na. Also die Bauern, du würdest sagen, auf dem ersten Feld stehen 10, dann stehen da hinten noch einmal 10, sind 20. Auf dem anderen Feld, wo du vorbeigegangen bist, stehen wohl auch nochmal 20, das sind 40. Zusammen mit den Schweinen sind sie sicherlich bei einem Prios-gefälligen Mob von 50 Personen. Dazu noch 10 Reiter mindestens, die du draußen gesehen hast. Wohl Paladine oder ehemalig abgefallene Bandstrahler von... Ja, 6 macht keinen Sinn. Vielleicht sind noch weitere in dem Inneren des Gebäudes, was du nicht betreten hast. Also, es werden fast 100 Leute sein. Ich würde mir dann auch alle Strukturen, alle Häuser genau angucken. Ich würde schon damit beginnen, eine Karte zu zeichnen. Immerhin habe ich ja sein Okay hier drin. In deinem Kopf, ja. Achso, hier drin auch schon. Du darfst einfach stehen. Genau, und ich würde dann damit beginnen. Er hat ja gesagt, ich darf eine Karte zeichnen und ich würde dann auch mit Landvermessungen beginnen. Okay, dann bleibst du einfach stehen und kannst dann von der erhöhten Position aus das Ganze betrachten. Ja, dann hole ich auch mal den Sextanten raus, mach so ein paar Messungen. Willst du eine Kartografieprobe? Kartografie, genau, dafür ist es okay. Da. Ja. Landspezialisierung, Landvermessung. Ja. Ja, du siehst auch immer wieder wohl zwei Bandstrahler, die dich begutachten, die dann auch an dich herangetreten sind und dann das Papierstück, das Pergament betrachten, wie du da mit Kohle stehst und sich dann aber auch nach kurzem abwenden, weil sie die Sachen darauf nicht verstehen. Oder nicht so, wie du sie jetzt eingezeichnet hast, so in dieser Rohstruktur ergibt diese Karte einfach noch keinen Sinn. Hast da wohl noch die einfachen Grundrisse, die Legende schon dran und ja, sie scheint das nicht zu interessieren. Du tust einfach das, wofür du gerufen worden bist. Ja, irgendwann werde ich dann auch wieder nach draußen gehen, ganz gemächlich über den Damm zurück, auch da nochmal stehen bleiben, was kartografieren, nochmal Höhenmessungen anstellen und so nach und nach dann zurück zu unserem Treffpunkt gehen. Ja, bei die anderen. Ja, so aus eurer Hilfe fühle ich mich hier natürlich zu Hause. Entsprechend werde ich eine Weile durch die Aue streifen, mich ein wenig umsehen. Natürlich mit Augenmerk auf die Bandstrahler, ihre Behausung. Aber wenn ich irgendwas anderes Interessantes finde, werde ich mich damit eine Weile aufhalten. Ich würde mir gerne fixe Wachposten auf der Burg anschauen, ob es da irgendwas gibt. Also irgendwelche Leute, die in den Türmen stehen oder sowas. Klar, oben auf den Türmen auch so mal 2 Leute und die wechseln aber auch durch. Ansonsten natürlich die Personen, die hier an der Brücke stehen und die Personen, die hier an der Brücke stehen. Plus dann eben die Wachposten, die dann eben laufen, patrouillieren. Verschieben. Wie sieht's hier und hier aus? Du siehst keinen. Die Gebäude würden wohl benutzt werden können, aber dafür hat man vielleicht nicht genug Leute. Und sie rechnen auch nicht mit einem Angriff von Sumpf aus. Wunderbar.
Wie spät ist es gerade? Ja, ihr seid Mitte des Tages. Habt dann dürfte ich noch zwei, vielleicht drei Stunden Sonnenlicht, bis es dann anfängt zu dämmern. Dürfte ich eine Tierkunde oder Wildnisleben oder irgendwas Probe in der Richtung machen, um zu wissen, was denn so hier alles rumkreucht und fleucht, irgendwas, was uns gefährlich werden könnte? Klar. Tierkunde oder Wildnisleben? Wildnisleben mit Spezialisierung, Sumpfkunde. Ich nicht, aber... Kasim folgt mal dem seltsamen Tier, das der Elf vorher gestreichelt hat. So ein bisschen vermutlich in die Nähe von so einem Tümpelteich und versucht sich da mal auf die Umgebung einzustimmen. Ich habe Affinität zu Elementaren. Mhm. Ja, das Ding kommt dann auch an dich herangehopst, geschwommen mit den Flügeln, mit den Beinen, mit dem Schwanz, mit den Schuppen, mit den Federn und betrachtet dich. Ebenso wie es Mendarion betrachtet hatte. Ja, man streckt auch mal die Hand nach ihm oder nach dem Wesen aus. Vom Astralvolumen würde ich es eher einschätzen, also von der Analyse vorher, wie ein Elementar oder wie ein Djinn. Ein Djinn ist es auf keinen Fall. Du würdest eher im Bereich eines Elementars sehen. Das ist kein Mindergeist. Okay, also es ist so eine Kategorie elementarer Diener. Ja. Ja, man streckt mir die Hand aus, guckt mal, ob man noch irgendwie, nennen wir es mal, Brot oder irgendwas in der Tasche hat. Wie man halt ein Tier irgendwie anfüttern würde. Und fragt dann tatsächlich einfach mal auf Tolamidi, einfach Muttersprache, Elementaren, ist das ja ziemlich Wurst. Habt ihr hier eine Siedlung oder so etwas? Gibt es hier viele von euch? Das Ding nickt. Hat sich viel verändert, seit die Diener der Sonne eingezogen sind. Es nickt. Zum Schlechten? Es überlegt kurz und nickt dann. Habt ihr einen Anführer, mit dem man sprechen könnte? Es überlegt wieder kurz. Für euch spricht als Gemeinschaft. Es überlegt wieder kurz und nickt dann. Ist es Außenstehenden wie mir gestattet, mit ihm zu sprechen? Es läuft weg. Im Sinne von, es flieht? Es flieht nicht wirklich, es meidet die Antwort, würdest du es so einschätzen. Es meidet die Antwort. Ich folge ihm mal in einem gewissen Abstand. Ja, so kannst du dich weiter in den Sumpf hineintasten. Und wenn du dich kurz umdrehst, du kannst noch das raue Stimmchen von Martha Mycho hören, der da wieder irgendwelche Verwünschungen in Richtung der Burg murmelt. Und dann kannst du vor dir erkennen, wie dort wohl eine kleine, ja, Kettenfähre ist übertrieben, ein kleines Boot an einer Kette hängt. So dass man es dann über den, ja, Fluss, ist es nicht, über diese Mündung hinüberziehen könnte. Ist gerade auf der linken Seite angelegt. Also auf der mir entgegengesetzten Seite? Genau, du könntest es aber mit der Kette wieder rüberziehen. Ja, das mache ich mal. Ja. Ich nehme an, das Wesen springt oder der Geist springt einfach ins Wasser und schwimmt rüber. Nee, es schwimmt auf dieser Flussseite weiter in Richtung Norden. Und der Ganze macht dann eine Biegung, einen Knick nach links weg, beziehungsweise nach Westen. Und wird dann dort, ja, sehr, sehr matschig, sehr, sehr sumpfig. Man müsste dann hier jetzt dieses Boot tatsächlich abtrennen und raus in die Sümpfe rudern. Dort verschwindet das Wesen auf alle Fälle. Na gut, nee, dann gucke ich lieber mal, was auf der anderen Seite von dem Bachfluss, gefährlich tiefen Morast, nenne ich es jetzt einfach mal, ist. Derweil die anderen. Kasim ist verschwunden. Also wenn ich... Komisch Fischviech hinterher. Also wenn ich beim relativ ziellos durch die Aue streifen sonst nichts Interessantes finde, werde ich mich gegen Abend dann mit irgendwie ein, zwei Fischen oder so, wenn sich die sich auftreiben lassen, wieder einen Treffpunkt anfinden. Ja, oder Schlangen, Egel, schleimige Sumpfpflanzen, die könntest du auch zum Essen anbieten. Ich wollte eigentlich schon gefällige Dinge mitbringen. Ich bin ein Elf und kann Goblin. Schlangen sind doch lecker. Vögel könnte man jagen. Bären. Vögel könnte man, ja, aber wir sind in der Aue, also. Ah, da bist du ja wieder. Hatte Tabak mitgebracht. Bitte was? Tabak. Mein Tabak ist leer.
Ich weiß nicht, was das für ein Tier ist, aber ich habe zwei Forellen. Ich glaube nicht, dass du hier Tabak finden wirst die nächste Zeit, mein Freund. Kein Tabak? Ist denn Midas schon wieder zurück? Noch nicht. Ich frage mich, ist es nicht eventuell ein bisschen auffällig, wenn er wieder zurückkommt aus der Festung und dann später wieder reinschleicht? Ich habe ihn vorher kurz gesehen. Ist es auffällig, dass ich wieder zurückkomme, nicht mit dem, was ich vorgegeben habe, zu tun? Ah, stimmt. Ich habe ihn vorher kurz gesehen. Er hat, nutzt mal wieder seine alte Identität als Kartograf und kartografiert die Gegend. Läuft ums Dorf herum, sollte bald bei uns sein. Ja, der Meistermagister Zauberzusel ist da der Kaulquappe hinterhergelaufen. Bitte was? Ja, der Zauberzusel läuft der Kaulquappe hinterher, also dem Fliegeding da. Und nun vielleicht findet er ja heraus, was es ist. Ich bin mir sicher, er kommt bald wieder. Er verschwendet einfach nur unsere Zeit hier. Wäre da schon längst drin, wäre der mal hier geblieben. Der hat doch was im Kopf. Warten wir nicht. Dann läuft er durch den Sumpf irgend so einem Viech nach. Aber wir warten doch sowieso auf den guten Peter. Ja, da bist du ja wieder. Wo kommst du jetzt her? Schleich dich doch nicht so an. Um ein Haar hätte ich dir eine draufgehauen. Bestimmt hättet ihr das. Und wie gut, dass ich noch Mandarion zwischen uns gebracht habe, nicht wahr? Also, welches Viech konntet ihr in Erfahrung bringen? Das ja, so ein doch. Dämonending da, wie aus dem... Ein Dämonending? Ja, sicher das. Ich glaube nicht, dass es ein Dämon war. Es hat sich streicheln und auf den Arm nehmen lassen. Das wohl, das war ein Dämon. Das ist ja, ein Mischwesen. Halb Dämonen. Vogel, halb Fisch. Vogel, halb Fisch. Aber angegriffen war das zumindest nicht. Das war wirklich halb sehr Vogel, halb Fisch, halb Dämon. Jetzt erzähl doch mal, Midas. Was wollte der dieses Mal? Dryaden? Feen? Nein. Zwerge? Ich glaube nicht, nein. Er war sehr nicht von sich eingenommen und ich glaube, das, was wir über ihn gehört haben, ist schon recht zutreffend. Letztlich habe ich mich natürlich hauptsächlich darum bemüht, eine ordentliche Karte der Innenanlage anzufertigen. Er hat mir ja mehr oder weniger selbst den Auftrag dazu gegeben. Und denke, ich habe auch zumindest hinreichende Informationen über die Anzahl an Leuten, die dort vor Ort sind und über die Strukturen, die wir vorfinden dürften. Hier seht einmal, das ist die Karte und ich konnte tatsächlich auch den Schädel und ein, zwei andere recht interessante Gegenstände sehen. Eine Truhe, die mit schweren Eisenketten und Koschbasalt versehen war. Wohl etwas sehr magisch Potentes enthält, das auch der Schädel nicht zu unterdrücken vermag. Und das Horn eines Einhorns. Wahrscheinlich hat er wieder einen Kobold eingesperrt oder so. Ah. Und was meinst du jetzt, wie kriegen wir das Kopfgeld? Müssen wir den Leben kriegen für das Kopfgeld oder können wir in den Kopf schlagen? Ich dachte, wir kriegen das Geld für den Kopf, wenn wir kümmern uns jetzt erstmal nur um den Kopf. Ja, zwei Köpfe. Also seinen Kopf und den anderen Kopf und dann... Aber sein Kopf bringt doch mehr Werter, Kopfgeld als das Werter, andere Kopfgeld. Also müssen wir doch dem seinen Kopf nehmen. Das ist doch Werter viel logischer. Micho, also, wir können das ja folgendermaßen machen. Wir gehen rein und requirieren den Schädel und danach... Was ist requirieren? Wir klauen ihn. Und danach... Das kann ich! Gut. Das ist unser vorrangiges Ziel. Und danach, wenn ihr wollt... Könnt ihr gerne zurückbleiben und den Herren aufreiben und das Kopfgeld für ihn sicherstellen. Das könnt ihr dann auch ganz alleine für euch behalten. 800 Dukaten, stellt euch das einmal vor. Denn ich habe keinerlei Interesse daran, Gewalt und Mord und Totschlag auch nur irgendetwas. Ja, dann nehmen wir ein Leben mit. Der Weg des Fuchses, wenn ihr versteht. Dann nehmen wir ein Leben mit. Die haben ja nicht gesagt, dass er tot sein muss. Wenn wir das schaffen... Ja, aber falls wir es nicht schaffen, der Schädel hat ist ein vorrangiges Ziel. Midas, wie viele Leute waren denn? Wir haben... Hängt man an die Wand, sieht gut aus. Gut 40 Bauern, bestimmt 10 Reiter und dann kommen sicherlich noch einmal 30 bis 40 Mannen hinzu, die er um sich geschart hat. Ich würde grob von 100 Leuten ausgehen. Interessanterweise habe ich hier
eine recht große Ansammlung von Bauern gesehen, die mich freundlich gegrüßt haben, die wohl auf den Feldern gearbeitet haben. Außerdem hatte er im Inneren wohl einige Tiere. Und ich konnte auch ein, zwei Boote sehen. Und ja, doch, für die Art und Weise, wie sie hier momentan befestigt sind, scheinen sie recht gut ausgerüstet und ausgestattet zu sein. Jetzt wäre natürlich wichtig, eine... Den Weg für den Nachschub abzuschneiden. Für die Verstärkung. Hm. Was, also wir haben schon mal ein wenig uns unterhalten, während du drin warst. Gut. Hier unser Freund Madaion hier ist anscheinend recht bewandert in Illusionen. Oh. Illusionen einzusetzen. Und wir hatten die Idee, eine Illusion so zu setzen, dass es aussieht, als würden die Felder brennen, und da die Leute innerhalb der Burg natürlich auf die Nahrungsmittel der Felder angewiesen sind, möglichst viele von ihnen nach draußen zu locken. Währenddessen zeitgleich versucht Martha, die Boote für uns zu besorgen, die anlegen, damit wir über die Boote fliehen können. Während Mendarion und ich uns die Wand von der Burg selbst, von der Mauerburg selbst hochklettern und durch eins der Fenster einsteigen und den Schädel versuchen mitzunehmen. Da hätte ich euch auch noch dazu gezogen. Natürlich. Du musst uns ja zeigen, wo der Kopf ist. Selbstverständlich. Kasim hier deckt unsere ganze Aktion, indem er Nebel produziert, magisiert, wie auch immer. Ja, ihr hört übrigens dann aus dem Norden auch aus der Zwielicht so matschige Schritte, und Kasim kommt langsam zurück. Immer noch von oben bis unten mit Tarnmatsch voll matsch. Ich würde trotzdem mal meine Armbrust zücken und bereit machen, weil man ja nicht weiß, wer aus der Dunkel- oder nahenden Dunkelheit daher. Ich habe auch gerade schon zwei Wurfdolche in der Hand genommen. Hallo. Ach Gott, da bist du ja wieder. Kasim verneigt sich einmal. Kommt. Und was sagt die Kaulquappe? Welche Kaulquappe? Wir haben so einen komischen Elementargeist. Halb Fisch, halb Vogel, halb Dämon. Ach, das? Das war ein Elementargeist? Ihr fürchtet euch vor einer Kaulquappe? Na. Ja, das ist eine dämonische Kaulquappe, was denkst du? Nein, ist es nicht. Es ist ein Elementar. Und es lebt hier in den Sümpfen. So wie viele andere seiner Art auch. Und helfen die uns jetzt, den Chef da mitzunehmen? Wir werden ihn nicht mitnehmen. Wenn ihr das machen wollt, dann macht es alleine. Auf jeden Fall, lasst mich doch erstmal den Plan noch weiter erläutern. Ja. Du hattest ja das Stahlseil dabei. In der Tat. Mir ist jetzt gerade noch die Idee gekommen, weil wir Mendarion hier dabei haben, dass wir auch das Stahlseil wieder verwenden. So ähnlich wie du vorgeschlagen hast als Seilrutsche. Allerdings nicht in den Sumpf hinein oder zu dem nördlichen Wachturm, sondern runter zu den Booten. Wir schmeißen... Wir hängen den Schädel, legen wir in ein Tuch, lassen es runtersausen und seilen uns danach auch darüber ab. So können wir die Absperrung gut umgehen. Das klingt sehr vernünftig, ja. Außerdem können wir das Seil ordentlich festmachen auf unserer Seite. Und Martha kann es auf der anderen Seite festmachen, an einem der Boote oder so. Dann gehen wir halt kurz baden, aber das macht ja nichts. Was mir noch eingefallen ist, so ein Sumpfgebiet... Abgesehen von Insekten und so, könnten sich hier auch Morphus rumtreiben. Dementsprechend sollten wir ein wenig vorsichtig sein. Was? Ich habe keine gesehen gerade. Das sind Schnecken, oder? Ja, riesige Schnecken, die mit Dornen um sich schießen. Ja. Ziemlich tödlich. Die gibt es bei uns im Süden auch. Da muss man. Mir sind auch keine aufgefallen. Also nur als Warnung für alle, die sich im Wasser bewegen werden, also uns vier. Genau. Das einzige Problem, was unser Plan noch hat, ist, dass Madaion hier nicht schwimmen kann. Und wir ihn irgendwie von den Feldern wegbringen müssen. Nun. Dann ich habe noch eine Frage. Die Bauern, haben sie ihre Häuser direkt an den Feldern? Oder sind sie innerhalb der... Ich glaube, da gibt es nur einen kleinen Schuppen, oder? Wie ich das gesehen habe, war es tatsächlich nur ein kleiner Geräteschuppen, wo einige Lager... Utensilien drin verbracht worden sind, aber... Du hast doch Phosphorpulver mitgenommen, oder? Pyrophor, genau, das Zeug. Das könnten wir noch nehmen, um die Illusion zu wirken. Wie viel hast du davon?
Genug zwei Anwendungen? Ja, konnte nicht mehr mitnehmen. Ich denke, dann kann von allen relevanten Alchemika einen guten Stock. Kann Dion das vielleicht noch zusätzlich nehmen, um seine Illusionswirkung ein wenig zu verstärken? So ein echtes Feuer hier und die Illusionswirkung auf der anderen Seite zum Beispiel. Nichtsdestotrotz steht noch. Die Brücke unterhalb der Felder können wir von da nicht einsehen, nehme ich an, ne? Ja, welche Brücke? Nee, ich glaube nicht. Ja. Das ist, glaube ich, ein Steg, oder? Oder hat Midas die gesehen? Weil das wäre eine Möglichkeit, ohne Schwimmen darüber zu kommen. Meinst du die hier? Ja. Ah ja, ja, da, darüber ist er doch gelaufen. Also ja, hat er gesehen. Das ist ja der Damm. Also die Frage ist halt, ob du es schaffst, Illusionen zu machen, Feuer zu legen und dann rechtzeitig hier wegzukommen. Ja, wobei müsstest du eigentlich hinbekommen, wenn du jetzt direkt in die Patrouille reinrennst. Notfalls kann ich mich auch für ein paar Minuten an die Umgebung anpassen, sodass ich nicht gerade sichtbar bin. Ich werde euch noch einen Schwadenbeutel mitgeben. Der erzeugt viel Nebel. Ich habe auch noch zwei dabei. Das ist gut. Und zwei Stinktöpfchen. Ich habe auch noch Stinktöpfchen. Sehr gut. Weil die werden wir auf jeden Fall im Turm brauchen, allein um abzulenken. Ich denke auch, wir sollten jetzt auch relativ klar unsere Fähigkeiten offenlegen, denn alles, was wir jetzt angeben, hilft. Wie euch mittlerweile allen hoffentlich klar ist, bin ich ein Geweihter des Herrn Fex. Das ist gut, oder? Das aber beklaust du da nicht deine eigenen Freunde? Ich meine, er ist doch auch so ein Priester von dem anderen. Nein, er ist ein Wahnsinniger. Genau, er ist ein Wahnsinniger und er ist ein Praios-Geweihter. Vielleicht beklauen die ja Freunde, aber das machen wir Fex-Geweihte in der Regel nicht. Ach, ihr Menschen, eure Götter. Vorteilen. Ihr werdet schon noch erkennen, dass es nutzlos ist. Also, vielleicht wollt ihr später nicht Nutznießer von göttlicher Macht sein, so ich sie dann einmal heraufbeschwöre? Das ist nicht der Zeitpunkt. Nun, also. Ich hatte eigentlich daran gedacht, später eventuell den Herrn Fex um ein wenig Glück für unser Vorhaben anzubitten. Aber ich weiß nicht, wenn man Dario nicht möchte. Nein, Glück ist aber gut. Ich bin dem Herrn Fex sehr wohl geneigt. Das finde ich sehr toll. Macht ruhig, Midas. Das letzte Mal, als mein Volk sich auf irgendwelche Götter verlassen hat, kam nur sehr viel Leid dabei herum. Ja, ich das war vor ein paar tausend Jahren, also beruhig dich mal hier. Ja, die hätten mal eure Ohren vorher anfassen sollen. Genau, das hat bestimmt Glück gebracht. Eben. Nun, ich möchte Midas nicht zu etwas nötigen. Deshalb